Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Karrieremodus Ahornblatt Wild Tierpark im Auge der Tiger. Ich habe in der letzten Folge hier schon, ich sag mal, Versorgungsgebäude errichtet, sprich dafür gesorgt, dass wir eine Quarantänezone haben, einen Tierarzt, Wasser- und Stromversorgung. Unsere Arbeiter haben Platz, wo sie sich hinsetzen können. Das ist ja wahnsinnig wichtig. Das ist, wie gesagt, so die Grundlage, die wir brauchen, bevor wir im Prinzip wirklich mit Tieren anfangen können. Und ich habe man noch so ein paar Bänke, Mülleimer und Lampen platziert, sodass das Ganze auch ein bisschen, naja, so ein bisschen wie ein Park aussieht, plus hier so ein bisschen Grünzeug. Was möchte ich in der heutigen Folge machen? Zum einen müssen wir natürlich noch ein paar kleine Verkaufsgebäude errichten, also so ein Infostand, Essen, Trinken plus eine Toilette. Und ich möchte so ein kleines, ja, ich sag mal, mit kleinen Tiervivarien so ein kleines Schlangenhaus errichten. Das soll alles im Prinzip mehr oder weniger hier in dem Bereich erstmal aufgebaut werden. Und das wird dann so eine zentrale Sache, sage ich mal, bevor man dann hier weiter expandieren und dann da auch, ja, ich sag mal, richtige Gehege machen. Warum Kleintiervivarien am Anfang? Moment, ich mach mal. Ach nee, ist die Pause. Okay, passt. Kleintiervivarien am Anfang machen natürlich Sinn, weil sie sind günstig zu bauen und sorgen schon mal für die ersten Einnahmen im Park. Denn ich sag mal, die Gehege dauern natürlich länger, sind teurer und umständlicher zu bauen und so kann man halt schon mal so, ich sag mal, ja, die ersten Einnahmen halt generieren, bevor man sich dann um die komplizierteren und größeren Sachen kümmert. So, wie möchte ich die ganze Sache jetzt machen? Ich möchte, wie gesagt, hier auf diesem so einen zentralen Platz diese Gebäude platzieren. Ich habe jetzt nicht vor, großartig nochmal alles selbst zu bauen. Wir haben ja eh die Möglichkeit, dass wir vieles schon vorgefertigt nehmen können. Und zwar, indem wir hier Einrichtungen auswählen. Und wie gesagt, wir wollen ja unter Gästeeinrichtungen möchte ich als erstes eine Toilette und ein Infozentrum. Und natürlich das schon in, ja, ich sag mal, in ein Gebäude packen. Und das habe ich ähnlich auch mit den Kleintiervivarien vor, wobei ich da schon mal selber ein bisschen was bauen möchte. So, was machen wir jetzt? Ja, ganz einfach. Ich beginne mit einem Weg, weil ich finde, wenn man zuerst die Wege gebaut hat, dann ist es einfacher, die anderen Sachen mit, ich sag mal, anzuschließen und reinzubauen. Zumindest kommt es mir so vor. Kann natürlich jeder machen, wie er möchte, ne? Wir sehen hier schon wieder, wir haben ja hier eine Gerade und hier so einen kleinen Knick. Und ich möchte jetzt, ja, ich sag mal, diese Kurve so möchte ich hier noch außen vor lassen. Sprich, ich werde einfach hier so einen neuen Weg ansetzen, wo dann im Prinzip dieses Schlangenhaus als Kleintiervivarium reingebaut werden soll. Und hier oberhalb dann halt diese Informationsgebäude bzw. halt die ersten Verkaufsstände. Und wie gesagt, hier dann die Kleintiervivarien rein. Das wird halt, wie gesagt, ein kleines Schlangenhaus. Also, wir brauchen. Ich baue einfach das Gebäude zweimal hierher. Moment, können wir das hier auch mit dem Raster aus, mit der Rasterausrichtung machen? Nee, das haben wir jetzt hier nicht. Also, wir können das leider nicht automatisch hier an den Weg ausrichten. Aber gut, das ist ja nicht weiter schlimm. Wir können ja einfach das so drehen, wie wir uns das. Wie wir uns das wünschen. Okay, ganz so einfach ist es nicht, ne? Ihr kennt mich. Es ist immer ein bisschen schräg, seht ihr das? Okay, dann platzieren wir das halt so. Wege kommen jetzt noch nicht dort ran. Moment, wir machen das mal anders. Ich klatsch das erstmal hierher. Und jetzt bauen wir erstmal rein, was wir wollen. Wir wollen einmal ein Informationszentrum rein haben. Klar, dann müssen wir das natürlich anklicken, Bearbeitungsmodus. Und jetzt können wir das Informationszentrum dort reinbauen. Und ihr seht, das passt auch schon sehr schön. Ich mache jetzt direkt daneben gleich nochmal das Looney Bloons. Die Toilette kümmern wir uns dann später drum. Baloo. So, jetzt haben wir das hier drin. Beenden das jetzt wieder, können das komplett jetzt auswählen. Jetzt stehen die Arbeiter da rum. So, und jetzt seht ihr schon, jetzt werden uns automatisch die Wege angezeigt. Und jetzt können wir das einfach, ich sag mal, so platzieren, dass wir rechts und links so einigermaßen auf die Kante kommen. Und in der Mitte vielleicht, ja, da geht der Weg weg. So, und schon haben wir im Prinzip das erste Gebäude soweit fertig platziert. Und so können wir jetzt im Prinzip weitermachen. Ein Gebäude nach dem anderen setzen, wie wir uns das vorstellen. Jetzt, wie gesagt, wäre mir ganz wichtig, die Toilette, beziehungsweise, ihr seht, da haben wir ja eh schon vorgefertigte Toilettengebäude. Und wir brauchen natürlich noch, ich sag mal, einmal Getränkestand und einmal was zum Essen.
Da werden wir einfach nochmal genau dasselbe. Obwohl, da können wir so einen extra Bereich machen, ne? Ja, da machen wir so einen extra Bereich. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Wählen wir nochmal Wege aus. Und machen halt einfach hier. Das dürfte so ausreichen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und wir platzieren einfach nochmal so ein Zweiergebäude. Platzieren wir wieder hier. Und bestücken das entsprechend mit einmal Chief Beef. Ja. Okay, ich will nicht wissen, wie oft ich das noch vergesse. Also platzieren hier einmal den Chief Beef drin. Und, nein, nicht das Infozentrum. Was zu trinken. Da ist jetzt die Farbe gleich. Bin ich da richtig? Chief Beef? Okay, passt. Ich hätte nur gedacht, dass die Farbe vielleicht anders ist von der Tafel, aber ist nicht der Fall. So, und jetzt nehmen wir das ganze Kleideradatsch. Den ganzen Kleideradatsch. Okay, einen Weganschluss möchte ich natürlich schon haben, allerdings einen vernünftigen. Ich platziere das jetzt einfach mal so und wir schauen, ob wir das so anschließen können. Allerdings vermute ich mal... Okay, super. Okay, da können wir das jetzt so nicht anschließen. Aber ich hoffe einfach mal, dass das ausreichend ist. Und jetzt bauen wir uns hier nochmal so eine kleine Ecke hin. Und ich sag mal, ja, Gelände können wir hier leider nicht anpassen in dieser Mission. Das ist hier noch so ein bisschen gesperrt. Was heißt ein bisschen? Es ist komplett gesperrt, ne? Und jetzt können wir noch die Toilette platzieren. Und was fehlt hier noch? Ja, dann können wir hier halt noch ein paar Bänke machen und sowas. Aber das machen wir dann ganz zum Schluss. So, dann nehmen wir jetzt... So groß dachte ich mir das jetzt nicht. Ach so, das ist nur so groß, ja, okay. Das würde natürlich auch kleiner gehen. Dann machen wir das nur mal kleiner. Nehmen hier so ein vorgefertigtes Gebäude für, ja, ich sag mal, was das eigentlich für die... was das eigentlich für Geschäfte ist. Moment, platzieren wir auch erst hier. Bauen das jetzt so ein bisschen um. Und die Wand machen wir auch weg. Wegmachen einfach mit Rechtsklick. Und wir platzieren stattdessen Architektur, Wand. Wir müssen hier nach unten. Genau, der Porenbeton ist das. Ja, das passt sehr schön, okay. Dann wieder auf Einrichtungen, Toiletten. Und platzieren die hier. Und schon haben wir das. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir das hier anschließen können. So ein Platzieren ist einfach hier die Toilette so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen abseits, ne? Okay, damit haben wir die Gebäude soweit fertig. Jetzt gehen wir das mal ganz kurz durch, was wir hier eigentlich gemacht haben. Ja, jetzt wird dort angezeigt kein Verkäufer, weil die stehen halt hier rum, ne? Wir haben jetzt hier ein Infocenter, da können wir hier über Preise auswählen, die Produkte, die, ja, ich sag mal, die verkauft werden. An den Preisen spiele ich jetzt gar nicht rum. Ihr seht halt hier, was der Verkaufspreis ist und wie viel Gewinn wir machen. Und was ich aber mache, ist, dass ich das im ganzen Park einheitlich gestalte. Und so mache ich das halt im Prinzip, ja, halt bei allen Gebäuden. Wie gesagt, halt einheitlich und an den Preisen spiele ich jetzt gar nicht so rum. Wer das aber machen möchte, kann das natürlich gerne tun. Klar, kein Ding, ne? Okay. Chief Beef, da haben wir es. Okay, so, dann haben wir die Preise fertig. Bei den Toiletten, da kann man auch einen Preis einstellen. Und wir können die Preise natürlich auch synchronisieren. Wir werden leider einen Preis verlangen müssen. Ja, machen wir mal den klassischen... mit Punkt, nicht mit Komma. Machen wir mal den klassischen Toilettenpreis, 50 Cent.
Ah, das sind Dollar, ne? Kann man hier noch Euro einstellen? Na gut, ist jetzt prinzipiell erstmal egal. Kümmere ich mich dann später mal drum. So, wie gesagt, jetzt haben wir die Geschäfte soweit fertig. Jetzt sollen ja hier unsere Kleintippivarien reinkommen. Hier mache ich das jetzt auch erstmal so, dass ich sag mal, vier Kleintippivarien erstmal platziere, die zusammenfasse zu einem Gebäude. So, da müssen wir es ja durch den Weg wegmachen. Und können das vierte Kleintippivarium. Jetzt haut das da nicht hin. Da ist schon das Wasser im Weg. Und schubst schon haben wir den Weg wieder da, ne? So, aber jetzt bekommen wir es rein. So wie ich mir das vorstelle. Und jetzt können wir den ganzen Klotz einfach nehmen und platzieren den hier schön sauber rein. Es ist natürlich tatsächlich eine Frage der Ausrichtung, ne? Jetzt zählt natürlich nur noch, dass es genau irgendwo nicht hinhaut. Und wir das deswegen nicht platzieren können. Aber normal sollte das genau so reinpassen. Fehlgeformter Wegabschnitt. Ja, das tut mir natürlich leid, dass da so ein Wegabschnitt fehlgeformt ist, ne? Okay, das passt da jetzt so nicht rein, Micha. Dann machen wir das anders. Nehmen wir die Wegstücke einfach nochmal weg und machen das andersrum. Ja, super. Versuchen wir das anders. Ach, jetzt ist das in dem Raster drin. Eieieiei. Okay. Das war jetzt so nicht geplant. Eigentlich hätte das hier schön. Na okay, auf jeden Fall können wir es jetzt doch näher hier platzieren, so wie ich mir das vorstelle. Genau das wollte ich eben auch machen. Na okay. Okay, gut, dann ja, da muss man natürlich auch offensichtlich ein bisschen rumexperimentieren. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den Weg wieder hier platziert bekommen. Jetzt geht das. Ja, das war klar. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? So, okay. Jetzt ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe. Im Prinzip ist es jetzt genauso wie vorher. Na, okay. So, jetzt hat sich hier der Weg verabschiedet. Der Mitarbeiterweg. Aber den können wir ja leicht wieder platzieren. Okay, jetzt haben wir hier zwar eine größere Kante drin. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Hauptsache ist ja erstmal, dass es funktioniert, ne? So, dann haben wir jetzt hier unsere vier Kleintier-Vivarien. Wie gesagt, das wird unser Schlangenhaus. Jetzt gehen wir erstmal dazu über und stellen uns unser Personal ein, damit das auch versorgt werden kann, beziehungsweise sich halt auch ein bisschen geputzt wird, etc. So, Mitarbeiter, wir stellen einen Zoopfleger, einen Tierpfleger, der sich dann um die Tiere kümmert. Die müssen ja gefüttert werden. Dann brauchen wir einen Techniker, der die ganze Sache hier am Laufen hält.
Sicherheitsbeamter, na, den lassen wir mal noch weg. Verkäufer brauchen wir nicht, die wurden ja automatisch eingestellt. Und wir stellen einen Tierarzt ein. Und jetzt können wir uns im Prinzip anschauen, dass wir hier Tiere reinbekommen. Beziehungsweise, was vorher noch ganz... Na, wir machen erstmal die Tiere rein. So, ich hatte gesagt, ich würde ganz gern ein Schlangenhaus machen. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass wir nicht nach Schlangen suchen können. Was wir aber machen können, ist, wir können die Tierart auswählen. Machen jeden... Okay, jede Tierart können wir noch nicht wegmachen. Großschabe. Okay, wir nehmen die gelbe Anaconda. Abgottschlange. Also wir lassen uns erstmal alle Schlangen anzeigen. Texas-Klapperschlange. Man kann es natürlich dahergehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt nur Tiere von dem Kontinent dorthin. Das kann man ja sortieren, wie man das möchte. So, jetzt haben wir mehr oder weniger erstmal alle Schlangen aussortiert. Und wir wollen natürlich jeweils zwei Tiere drin haben und jeweils ein Pärchen natürlich, ist auch klar. Und die sollen natürlich möglichst gute Werte haben. Hier haben wir zum Beispiel ein Männchen mit einer guten Wertung. Und hier haben wir ein Weibchen mit einer guten Wertung. Das heißt, beide Tiere werden wir jetzt aufnehmen. Und können die jetzt auch gleich... Das wurde vom Zoll beschlagnahmt. Och, das arme Tier. Freilassen. So, und verschieben das jetzt gleich. Seht, das wird es auch gleich angezeigt. Hier sind sie jetzt quasi im Handelszentrum. Und wir packen die jetzt hier rein ins erste Vivarium. Und tätätätä. Da haben wir auch schon die erste. Und die zweite kriegt da irgendwo anders drin rum. Und so machen wir das jetzt, bis wir im Prinzip die vier Kleintiervivarien voll haben. Wir haben jetzt die Abgottschlange. Jetzt müssen wir das. Okay, ich werde das also anders machen. Dann können wir jetzt die, Abgottschlange können wir jetzt rauslassen. Gelbe Anaconda. Und Texas-Klapperschlange. Wir müssen doch jetzt hier ein paar übersprungen haben. Wir hatten doch vorhin viel mehr. Todesotter, Puffotter. Goliath-Vogelspinne. Okay, hatten wir wohl doch nicht mehr. Okay, gelbe Anaconda haben wir jetzt hier nur drei Männchen. Lasse ich also erstmal außen vor. Puffotter 50-50. Okay, dann nehmen wir das Weibchen. Ah, das Männchen hat keine gute Wertung, aber mehr haben wir nicht zur Auswahl. So, okay, dann nehmen wir die Texas-Klapperschlange. Da haben wir hier ein Männchen mit einer schlechten Wertung. Dann nehmen wir das Weibchen mit der guten Wertung. Oh ne, von der Texas-Klapperschlange haben wir jetzt nur ein Weibchen. Ach ne, da, jetzt habe ich verguckt. Ach, die habe ich für die Puffotter gekauft. Ah! Na okay, ja, die Puffotter haben wir auch nur eine. Ja, dann müssen wir da noch warten, bis dann ein passendes Tier kommt. Und dann nehmen wir hier einfach noch Todesotter. Oh, das Weibchen hat aber eine. Das Männchen hat aber eine schlechte Wertung. Na okay, dann lassen wir das erstmal so. Ja, dann habe ich jetzt die Puffotter, die ist dann halt erstmal alleine. Okay, nehmen wir die beiden Texas-Klapperschlangen und verschieben die auch. Und dann nehmen wir die beiden Todesottern und verschieben auch die beiden. Puffotter fehlt uns, wie gesagt, das Männchen. Aber da kommt bestimmt in Zukunft noch was, dass wir das halt entsprechend auch machen können. Dass wir auch dort ein Pärchen drin haben. Ist schön. Ja, vielleicht werde ich das doch nochmal hier in eine andere Tierart reinmachen, dass das hier besser passt, ne?
So, jetzt haben wir die Tiere hier drin. Sieht man die überhaupt? Ja, irgendwo werden die schon sein, ne? So, jetzt schauen wir uns an, was die Tiere für Bedingungen... Ich werde das hier nochmal ändern. Jetzt schauen wir uns an, was die Tiere für Bedingungen haben. Das Vivarium 63%. Okay, Layout ist ein bisschen blöd. Aber da haben wir noch nichts erforscht. So, hier ist die Feuchtigkeit zu schlecht. Obwohl, das war ja schon auf 69%. Ich werde doch mal die Zeit schon mal laufen lassen. Ah, ihr seht, wie sich alles nochmal angleicht, ne? Okay, so viel dazu, dass du das so lassen können, ja. Also, wir müssen die Temperatur wieder hochdrehen. Und die Luftfeuchtigkeit machen wir runter. Okay, dann haben wir das hier im grünen Bereich. Ja. Okay. So, dem Tier ist zu kalt, das ist kein Problem, das können wir ändern. Und es ist zu feucht. Okay, passt sehr schön. Dann schauen wir uns das hier noch an. Hier sind wir von der Temperatur her nicht in Ordnung. Ja, okay, das ist zu kalt, ne? Stellen wir das mal auf 30 Grad ein. Kommen denn schon? Ja, da kommen auch schon die ersten Gäste. Juhu! Die zahlen immerhin schon mal Eintrittsgeld, ne? Okay, dann haben wir die drei Vivarien soweit fertig. Ja, dann stelle ich das auch erstmal ein und schaue mir das dann später nochmal an, ob wir nicht ein anderes Tier machen. So, stellen wir es mal auf 30 ein. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sollte dann im Endeffekt hinkommen. Okay. So, jetzt ganz, ganz wichtig. Noch nehmen wir mit den Tieren ja nichts ein. So, wir brauchen nämlich noch die Spendenboxen. Die platziere ich hier einfach auf den Ecken jeweils. So, dass mehr oder weniger für jedes Tier halt gespendet werden kann. Man kann nie zu viele Spendenboxen. Oh, schaut euch mal die Gästemassen an. Ist ja Wahnsinn. So, dann brauchen wir natürlich noch Informationstafeln. Ganz klare Sache, ne? Informationstafeln. So, da nehmen wir hier die Vivarien-Infotafel. Macht natürlich Sinn, ne? Und wir platzieren die... jeweils hier an den... ja. Ja, da möchte ich es nicht dran haben. Okay, eigentlich müsste das hinhauen. Schön, jetzt steht es nach innen, ne? Also hier an den Seiten könnten wir sie platzieren. Hier nicht. An Oberfläche ausrichten. Bringt uns das noch was? Ah, okay. Okay, sehr gut. Dann haben wir das auch gemacht. Können die Bearbeitung beenden. So, schmeißen wir fleißig hier Geld rein? Ja, es kommt ein bisschen Geld rein. So, wie gesagt, das hier werde ich wahrscheinlich nochmal ändern, damit das hier optisch ein bisschen besser passt. Dann wird es halt notfalls kein Schlangenhaus, ne? So, super, dann müssen wir natürlich erstmal schauen, was wir jetzt hier für ein Tier überhaupt drin haben. Texas-Klapperschlange. Oder zeigt uns das nicht immer gleich automatisch, das... passende an? Ja, genau, es zeigt sowieso mal gleich das erste oben an, das passende. Okay, dann haben wir das auch. So, kauft ihr auch Sachen hier fleißig? Ja, ihr müsst kaufen, ihr müsst kaufen. Kaufe, kaufe, kaufe.
Sehr schön. Okay. So, hier was zu essen hat noch gerne gekauft. Gut, das wird wahrscheinlich erst dann wichtig, wenn die Leute wirklich länger im Park sind. Derzeit sind sie ja noch nicht so lange im Park, ne? So, da würde ich sagen, dass wir hier jetzt natürlich noch ein paar Lampen platzieren müssen. Also ich teile das immer so in Bereiche ein. Mehr oder weniger ist jetzt der Bereich jetzt hier fertig. Der hier halt noch nicht, ne? Aber hier können wir schon ein bisschen Einrichtung noch platzieren. Ja, direkt parallel braucht man das nicht machen, oder? Das macht keinen Sinn, ne? Und hier können wir den einmal leider nicht platzieren. Hier hätte ich es halt gern hingehabt, ne? Na, dann machen wir es dahin und hoffen, dass hier eine Bank daneben passt. Ja, perfekt. So, Lampen. Lampen versteckt in sich. Ja, da haben wir noch keine allzu große Auswahl, ne? Oh, Moment. Die hatte ich ja blau gemacht. Okay, nur nicht ganz so blau. Ja, das ist das richtige Blau. Und die platzieren wir einfach auch wieder hier über den Mülleimer direkt. Ach, die wollen nicht für die Toilette bezahlen, oder was? Genau, kauft ihr was zu essen. Sehr schön. Okay, dann würde ich einfach vorschlagen, ich schaue mir nochmal hier das an mit den Tieren, dass wir das hier nochmal wechseln können. Wir haben drin die Abgottschlange. Und ich sag mal, ich hätte hier halt auch gern was drin, das hier auch so wüstmäßig ist. Und am besten wäre es natürlich, wenn es auch eine Schlange ist, ne? Können wir uns... Zoopedia, Abgottschlange. Graslandschaft, Wüste. Okay, dann schauen wir uns einfach nochmal an, dass wir uns was holen. Am besten eine Schlange für Wüste, damit das hier zusammenpasst. Ich meine, sieht sich zwar recht ähnlich aus, aber da sind es halt wenigstens... ja, ich finde, es passt halt dann besser, ne? Schauen wir nochmal. Da haben wir jetzt nichts weiter drin. Können wir uns das hier anschauen? Hier wäre jetzt noch schön, wenn man sich noch das aussortieren könnte. In welchem Biom die halt leben, ne? Okay, die östliche Braunschlange. Okay, die hat jetzt alle drei. Da wäre natürlich interessant, welches denn dann ausgewählt wird, ne? Ich möchte jetzt natürlich nicht unnötig mit den Tieren hier rum experimentieren. Okay, wir können die im Handelszentrum einlagern. Dann müssen wir sie wenigstens nicht gleich irgendwie was Schlimmes mit den Tieren machen. Und dann schauen wir uns an, was wir weiter damit machen. So, die können wir verkaufen und freilassen. Ja. Ich lasse mal noch ganz kurz da drinne. Östliche Braunschlange. Oh, Inspektor kommt im 17. Monat, in 17 Monaten. Die Todesorte haben wir schon. Oh, der Frosch sieht ja eklig aus, ne? Gehen wir mal ganz schnell durch, was wir noch für Schlangen haben. Die gelbe Anaconda, da hätten wir jetzt zwei von. Aber zwei Männchen. Wo kommen die her? Ja, war klar, ne? Ja, das wäre jetzt echt hilfreich, wenn wir uns das hier aussuchen könnten. Ja, wir können uns Lieblings, ne? Wie gesagt, es wäre schön,
Wenn wir das als Wüstenschlangenhaus machen können, das wäre richtig schön. Okay, ansonsten können wir es einfach Skorpion hier holen, ne? Jetzt haben wir drei gelbe Anacondas. Und damit war es das erste mit Schlangen. Ja gut, dann würde ich sagen, dann lassen wir das notfalls halt erstmal so. Lassen wir das halt erstmal leer. Und schauen uns das dann später nochmal an. So, was ich jetzt ja noch machen wollte, war, dass wir die ganze Sache hier so ein bisschen verpacken. Dass das nicht ganz so, ich weiß, es wirkt jetzt halt noch sehr steril, ne? Okay, der ganze Park wirkt bisher noch steril. Schauen wir uns das noch ganz schnell an. Was wir da noch machen können. Ja, die Auswahl ist auch hier wieder noch nicht sehr groß. Erforscht haben wir überhaupt noch gar nichts. Holzplankenwand. Oh ja, das ist ja total schick. Tja, da haben wir bisher keinen erreichbaren Mitarbeiterraum mit genügend Platz gefunden. Oh. Okay, ich habe doch aber einen Mitarbeiterraum hier platziert. Und da sind auch. Ach, Moment, brauche ich die Mitarbeiterräume auch für die anderen Angestellten? Oh, jetzt ist die Meldung. Ach, weil der gerade voll war. Ah, okay. Dann muss man mitarbeiterraummäßig wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen was ändern. Okay, aber lasse ich erstmal so. Und schon wieder voll, brauchen 4 Leute. Okay, dann müssen wir Mitarbeiterraum beim nächsten Mal noch was machen. Tja, wie gesagt, hier haben wir noch keine allzu hübschen Sachen. Wir können uns mal anschauen, wie das mit einer Wand aus. Oh Gott, das wird ja. Nee, schau, das verdeckt auch die Infotafel. Nee, dann lasse ich das so. Dann lasse ich das doch erstmal so. Vielleicht kommt da später noch was Besseres, was wir da machen können. Okay, dann würde ich das Video an der Stelle erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao, bis zum nächsten Video.